Lustig dürfte es später auf Tele Zürich werden, im Sommertag mit der Donna Gablinger. Der Sommertag sendet heute aus dem Zoo Zürich. Die Äffli, die sind noch nicht da, aber dafür ist Stefanie Berger. Stefanie, was können wir von dir heute erwarten? Wie soll ich jetzt das verstehen? Ja. Das Affentheater, denke ich. Das und vieles mehr in ein paar Augenblicken. Der Sommertag wird Ihnen präsentiert vom Albamare in Pfäffikenschweiz, der Wasserpark für Aktion und Erholung. Und von der ZKB, vielseitig engagiert, auch im Zoo Zürich. Sie ist schön, spontan, vielseitig, kann moderieren, singen, schauspielern und überzeugt vor allem durch ihr komödiantisches Talent. Das haben nicht nur die Schweizer herausgefunden und bemerkt, nein, auch unsere deutschen Nachbarn haben das gesehen. Und was das für Konsequenzen hat für meinen Gast, erfahren wir gerade später. Zuerst einmal herzlich willkommen und guten Abend, Stefanie Hallo, Berger. Dana. Hoi. Wir sind hier im Zoo Zürich. Ja. Gibt es da für dich irgendwelche speziellen Kindheitserinnerungen, Erinnerungen? Ich wünschte, ich könnte dir erzählen, dass ich ins Tigerkäfig hineingeflogen bin und dass ich dort 3 Jahre aufgewachsen bin und meine animalischen Triebe ausgelebt habe. Leider nicht. Ich bin einfach immer sehr gerne gegangen, weil man natürlich da die Chance hat, Tiere zu sehen, die du sonst in der freien Wildbahn bei uns in der Schweiz nicht siehst. Und von dem ist es natürlich schon leicht. Hast du irgendein Lieblingstier eigentlich? Ja, Gorillas. Gorillas? Wieso? Ich weiß nicht, ich finde das unglaublich faszinierende Tiere. Wahrscheinlich, weil sie mir zumindest so ähnlich sind oder umgekehrt. Und einfach so ihre ganze Ausstrahlung und ihre Art, wie sie miteinander umgehen, ihr soziales Verhalten, all das finde ich sehr, sehr faszinierend. Sie sind dir ähnlich? Wieso sind sie dir ähnlich? Ja, schau es mal an, oder? Ich meine, hey, weißt du so, oder? Wir wissen genau, was. Nein, ich finde es einfach von ihrem ganzen Erscheinungsbild total imposant. Gut, das bin ich nicht, aber sie sind schön. Du das bin ich. Definitiv. Du bist ja gewöhnt, in Rollen hineinzuschleifen. Hast ja schon Verschiedenes gemacht. Hast du schon mal in die Rolle von einem Tier hineinschleifen? Nein, zum Glück nicht. Wäre, glaube ich, schwierig. Es gibt ja, ich meine, Lee Strasberg unterrichtet das ja auch. Und das habe ich ja alles auch schon durchgemacht, dass man immer, wenn man sich auf eine Rolle vorbereitet, sich dann mit einem Tier vergleichen und so weiter und so fort. Von dort her kann man es vielleicht ein bisschen holen. Das habe ich gemacht auch beim Otto-Film. Habe ich so ein bisschen den Panther genommen als Vorbild. Und das funktioniert nicht schlecht. Okay, also ich glaube, der Zoo, der darf sie dich eigentlich in Zukunft auch immer ein bisschen mehr beschäftigen. Du bist im Januar Mutter geworden von einem kleinen Bub, von Julian Alexander. Ja. Da dürfen wir jetzt noch nachträglich gratulieren. Und ich glaube, es ist sicher richtig, wenn man sagt, dass die Rolle der Mutter die authentischste ist von deinem Leben. Ja. Wie war denn das für dich gewesen, der Moment, wo du Mutter geworden bist? Ich meine, du musst einfach eins sehen, das ist eine schöne Rolle, aber es gibt kein Drehbuch und keinen Text. Also da bist du völlig frei und das ist also die erste Zeit für mich relativ schwierig gewesen, weil ich einfach mir der Verantwortung bewusst gewesen bin, weil ich dachte, leck mir, jetzt hast du so ein Kind, das ist ja wie so ein leeres Gefäß und das musst du füllen und du musst, hast deine Aufgabe, dass das Kind vorbereitet ist auf eine gute Welt, dass es ein guter Mensch ist und. Und das ist relativ heftig, also ja, und gleichzeitig auch faszinierend. Du flippst aus, wenn er sich dreht. Du findest, Schatz, Leute am Tele Zürich, er hat sich gedreht, das müssen sie erleben. Und gleichzeitig bist du sehr besorgt. Das erste Mal Hitze sind wir gerade im Spital. Also, nein, es ist wirklich, es ist sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Und einfach ein Wunder. Schatz hat sich das erste Mal gedreht. Er ist jetzt ein halbes Jahr, also vielleicht noch ein schwierig zum Einschätzen. Aber Schatz, er hat das erste Mal gelacht. Hast du deinen Humor und dein Lachen? Oh, das ist so schwierig zu sagen. Er ist nur so klein. Ich meine, wenn du ihn animierst, lacht er ab allem. Er lacht auch, wenn ich am Telefon bin und er hat das Gefühl hat, ich rede mit ihm. Also, ich glaube, das kann er gar noch nicht so fassen. Aber man merkt schon, alles, was so ein bisschen Animation ist und Kützeln und Umwirbeln und ein bisschen Blödsinn machen, das findet er lustig. Das ist natürlich das Schönste, dass Kinder lachen. Wie war denn das für dich gewesen, eigentlich so der Moment, wo du das Baby dann im Arm gehabt hast? Und eben, es ist dein erstes Kind. Und wie war das für dich, das Mutterwerden in dem Moment? Heftig. Also, ich meine, klar, du spürst es. Logisch kannst du da schon eine Bindung aufbauen, das, was alle sagen. Aber für mich war es nicht so, die Geburt. Und dann, dann ich so,
Und jetzt, was mache ich mit dem Kind? Irgendwie, und habe mich schon so das erste Mal sehr überfordert gefühlt. Und ich habe viel, viel gebrüllt, weil irgendwie, ich einfach, also alles, was ich jemals Schlimmes gelesen und gesehen habe, was mit Kind passieren kann, ist irgendwie zusammengekommen. Ich habe einfach gedacht, leck mir, ich weiss, ich kann das Kind nicht beschützen. Nicht vor allem, muss ich auch nicht, logischerweise. Und habe mich dort selber unter wahnsinnigen Druck ausgesetzt und gedacht, leck mir, hey, ich kann ja nur versagen als Mutter. Aber das hat sich jetzt alles geleitet und man lernt sich ja kennen, der wächst und wie gesagt, da prägt sich ja schon ganz früh gewisse Sachen ein und ich hoffe nur gut. Und wir stellen uns immer die Frage, mein Mann und ich, wenn wir etwas machen, muss er später in Therapie, ja oder nein? Und wenn wir es mit Nein können beantworten, dann sind wir glaube ich nicht ganz so. Definitiv. Das heißt, du hast viel müssen brüllen. Ist es einfach so einfach die Angst vor der Verantwortung gewesen, oder? Angst, eigentlich mehr so, in was für eine Welt setze ich mein Kind und wie viele kranke Leute gibt es da und wie viel Schlechtes auch, weil man hört ja eigentlich auch nur immer Schlechtes und habe mich dann wirklich auch ganz klar von dem müssen distanzieren und mich auf Schöne konzentrieren und auf die Freude, die sie mit sich bringt und das ist ist auch heute noch so und auf das lege ich sehr grossen Wert. Wie hast du das gemacht? Willenskraft? Nein, du hörst natürlich wirklich die guten Sachen und das sind natürlich auch viele Gespräche. Du siehst in deinem Umfeld, wie die Kinder herwachsen und wie andere mit dir noch umgehen, von Freunden und so. Und das ist ja etwas so Schönes. Und von dem her musst du dich an dem festheben, wo du kannst und machst. Und er macht sich wirklich in einer sehr harmonischen Beziehung in dem Sinne auf, also ich, mein Mann, ist wirklich total gut und uns ist das extrem wichtig und ich glaube, das braucht das Kind, um es gespürt zu haben. So ein Kind, das bringt ja auch extrem viel Veränderung mit sich. Was sind das so für Veränderungen, wo du gemerkt hast? Also einerseits Veränderungen emotional in dir rein und aber auch Veränderungen vom Umfeld, würde ich sagen. Ja, es ist klar. Also ich meine, das Kind hat ja, logischerweise Priorität, das ist ganz klar. Aber für mich war immer so, ich bin nicht die typische Mami und Hausfrauli. Ich sage, mein Kind ist ein ganz grosser Teil von meinem Leben, aber er ist ein Teil von meinem Leben. Genauso ein Teil von meinem Leben ist eben auch meine Beziehung, mein Job, meine Freunde, meine Familie. Und das soll alles genährt werden, sage ich mal, damit ich wirklich zufrieden und glücklich bin. Und logisch hat sich natürlich der ganze zeitliche Ablauf verändert. Ich muss mich wahnsinnig gut organisieren, wenn ich arbeite und. Aber ich grosses Glück auf ein super Umfeld können zurückgreifen und bis jetzt ist das perfekt gegangen und das wird sicher auch in Zukunft so sein. Veränderung emotional, merkst du auch in dir innen Veränderung? Man durchläuft ja immer Veränderungen, immer im Leben, aber ich glaube, So ein Kind ist ja wirklich ein einschneidender Moment. Was hat das emotional auch für dich bedeutet? Es zeigt mir so, also das Kind irgendwie hat mir jetzt einfach vor allem gezeigt, dass ich vor allem parat bin für das Kind. Also ich finde, man muss mit sich selber im Reinen sein, um wirklich einem Kind eben auch das zu geben, was es braucht. Das ist meine Meinung. Und ich habe die letzten paar Jahre sehr mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt und bin da sehr intensiv dahinter gewesen. Und heute muss ich wirklich sagen, fühle ich mich einem Kind auch gewachsen, wo ich kann sagen, hey, mal, ich kann dem alles mitgeben auf den Weg, dass es eben nachher zu Schlag kommt in dieser Welt. Und das ist mir so wichtig, weil er gehört nicht mir, er gehört zu uns. Und wir haben nur auf Leihgabe. Was sind denn das für Sachen, die du mit auf den Weg wirst geben? Was sind für dich so die wichtigen Pfeiler im Leben? Für mich ganz wichtig ist natürlich Respekt, Liebe, dass er wirklich eben auch kann unterscheiden zwischen gut und schlecht. Klar, ist immer relativ, aber da, so einfach die Werte, die wir leben und nach diesen Prinzipien, die wir leben, mein Mann und ich, dass wir ihm die können weitergeben, weil die finde ich nicht falsch. Und dass er einfach immer die Freiheit hat, selber zu entscheiden und seine Erfahrungen sammeln. Und das ist auch wichtig, können loslassen, was ja so schwierig ist. Also, und das fängt sehr früh an. Der Glaube spielt auch sehr eine zentrale Rolle, bei euch in der Familie. Also wenn du jetzt den christlichen Glauben ansprichst, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe mich von dem recht distanziert. Also ich glaube an Gott, ganz klar. Aber ich bin sehr weit weg von der Religion, sehr weit weg von der Kirche. Und wir haben unseren Glauben und ich glaube noch an das Gesetz von der Anziehungskraft. Und nach dem leben wir und das funktioniert, ob man will oder nicht. Bewusst oder unbewusst, aber es ist da. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Also ein Kind bewegt viel, verändert viel und bringt auch sehr viel organisatorischen Aufwand mit sich. Du bist eine sehr viel beschäftigte Frau. Was bedeutet das genau organisatorisch? Was sind all die Sachen, die du hast müssen abchecken im Vorfeld?
Ja, man muss natürlich immer schauen, also wenn ich jetzt einen Termin abmache, nur für ein Meeting zum Beispiel, dann muss ich schauen, wer kann auf dich aufpassen. Wann findet das statt? Wann bringe ich ihn? Wann hole ich ihn? Was muss ich alles einpacken? Wann gehe ich ihn dann wieder abholen? Wann gehe ich posten? Wann esse ich mal auch noch irgendetwas mit? Also das, da kommen so viele Punkte zusammen, die du vorher nicht gehabt hast. Aber da ich eigentlich ein sehr pflichtbewusster Mensch bin, fällt mir das relativ einfach. Und ich habe es gerne strukturiert und organisiert. Und muss sagen, ein Kind gibt mir viel mehr Struktur, als das, was ich vorher kann. Und wo ist er denn meist? Ist er in einer Krippe oder hast du da einen familiären Backup sozusagen? Bei seinen Grosseltern und die sind grossartig und die lieben ihn und er ist gerne dort und das ist so schön. Also wenn man es natürlich in der Familie kann behalten, umso besser. Du, bei dir sieht man gar nicht, dass du überhaupt schwanger gewesen bist. Danke. Wie hast du das gemacht? Ja, also ich hatte natürlich irgendwie knapp 6 Wochen Zeit gehabt, nach der Schwangerschaft wieder in Shape zu kommen, um nachher dann wieder vor der Kamera zu stehen. Ich bin ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Ich ernähre mich gesund. Ich mache unglaublich gerne viel Sport. Ich kann zwar jetzt nur noch 3 Mal in der Woche trainieren, aber dafür intensiv und das sehr gediegen. Und das trägt dazu bei, dass man natürlich auch dementsprechend schlank bleibt. Aber für mich ist Ernährung, Sport, also, es ist keine Religion mehr. Es ist verinnerlicht und ich finde, ein Körper steht zu bewegen und das mache ich und ich habe meinem Körper Sorge und ich weiß, was es braucht dazu. Das lebe ich. Punkt. Jetzt haben ja viele Frauen nach einer Schwangerschaft entweder machen sie eine totale Typveränderung oder schneiden die Haare. Ja, ehrlich? Das ist Stefanie, ja, ich habe eigentlich gemeint, dass ich dich jetzt mit braunen Haaren antreffe. Das ist so das letzte Bild, das ich von dir gesehen habe. Ja. Ist das nach der Schwangerschaft? Nein, das ist natürlich, also ich meine, ich habe die braunen Haare müssen färben wegen dem Film, wegen der Rolle, das war eine Voraussetzung. Und wirklich nach dem letzten Drehtag bin ich sofort zum Coiffeur und gesagt, mach es wieder blond. Das ist das Ergebnis, das ist ein langer Weg, bis ich wieder meinen schönen alten Blond habe. Das ist im Moment so ein bisschen eine Zwischenlösung. Aber ja, ich glaube, also ich bin ungern blond. Mit allen Vorzügen und Nachteilen, die es hat, dass ich schon dazu habe. Willkommen im Club an dieser Stelle. Gell? Ja, ist klar. Du hast mir gerade eigentlich das Stichwort geliefert. Man hat dir vorher können gratulieren wegen deinem Sohn. Das liegt ein bisschen länger zurück. Aber man kann dir vor allem gratulieren, weil du eine Hauptrolle hast, die weibliche Hauptrolle im neuen Film von Otto Walkes.